Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurem Lieblingsfahrsimulator-Team, Autodrive Simulator 2 oder Familie voll auch Rutsch Simulator mittlerweile genannt. Es geht weiter nach Glasgow und ich würde sagen, wir starten. Wenn er uns dann starten lässt. So. Hallo? Start? So, dann Motor an. Und weiter geht's. So, unschwer zu erkennen, der Schneefall ist wieder stärker geworden. Wir haben noch 573 Kilometer vor uns, noch 7 Stunden ungefähre Fahrzeit. Und in 7 Stunden 44 müssen wir Pause machen, also es würde sich ausgehen. Sofern wir nicht in irgendeinen Stau oder sowas kommen, sollte das von der Zeit her wunderbar passen. Und natürlich müssen wir aufpassen, wo wir hinfahren. Wir müssen nämlich in die mittlere Spur. So, wir müssen weiter auf der M6 bleiben, beziehungsweise nee, auf die M6 fahren. Richtung Birmingham. Also die Sonne kommt irgendwie gar nicht raus. Schade. Alles bewölkt. Ja,
So, wir bleiben weiter Richtung Liverpool. Oh, und ein bisschen zu schnell sind wir. Ach, nur ein kleines bisschen. Warum ist er jetzt so langsam? Da bremst er gleich.
Jetzt nicht abbremsen dürfen. Das war ein verhängnisvoller Fehler. Aber so schlimm ist es auch nicht, weil wir müssen eh auf der Spur hier bleiben. Dann war es doch ein sehr guter, verhängnisvoller Fehler. So, wie viele Kilometer haben wir denn noch zu fahren? 347. Das heißt, beim nächsten Parkplatz werden wir wieder Halt machen und einen Cut einbauen. Ich finde es auch so eigentlich ganz schön, dass wir praktisch immer uns dann auch an solchen Parkplätzen halten, weil... Ah, so mittendrin einen Cut machen finde ich irgendwie blöd. Bei anderen Projekten mag das sinnvoll sein, aber hier finde ich das aufgrund der Tatsache, dass wir einfach auch irgendwo mal halten können, entsprechend angenehmer. Und da kommt doch auch schon das nächste Hotel, beziehungsweise der nächste Schlafplatz, Rastplatz, Parkplatz, whatever. So, dann einmal hier rein. Tanken brauchen wir eigentlich noch nicht. Mal gucken, dass wir hier jetzt irgendwie parken können. Sehr schön. So, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben und wenn ihr mögt und nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, hinterlasst sehr gerne ein Abo und aktiviert das Glöckchen. In diesem Sinne wünsche ich euch nun alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Team Punky Let's Talk. Bye, bye.